Es sieht fast so aus, als ob sich die Umgebung im Vergleich zu vorhin ein wenig verändert hat. Was? Dort sind zwei Eingänge. Sieht fast so aus, als ob das Labyrinth weitergeht. Wir müssen uns wohl für den richtigen Eingang entscheiden, um voranzukommen. Genau. Nur welchen sollen wir wählen? Wenn ich sie mir so ansehe, sehen sie wirklich gleich aus. Ich glaube, das geht schon. Wähle einfach einen von beiden. Genau. Es gibt keinen Sinn, sich darüber Sorgen zu machen. Lasst uns einfach einen der beiden Wege auswählen. Wir werden schon merken, ob es der richtige ist. So. Okay. Ich würde erstmal gerne ein bisschen was lagern wieder. Und bei den Samen können wir unterwegs essen. Äpfel brauche ich wirklich nicht so viele. Und ich würde gerne mal wieder ein paar Siedelperlen mitnehmen. Das wäre erstmal alles. Dann gehen wir erstmal nach links. Ein Sichtsamen. Ein Eilorb. Oh, und da ist Geld. Moment mal, ich habe doch da noch ein bisschen was zum Werfen. Ist das noch fixiert? Nö, ist es nicht mehr. Okay. Moment, wie war das nochmal? Der und der. Okay. Oha. Was zur Hölle war da? Ich hab nicht mal gesehen, was da war. Wie viele Pokémon dürfen sich in einem Gang aufhalten? Das muss eine ganze Horde gewesen sein. Vor allem, wenn zwei auf einmal angegriffen haben, muss von hinten erstmal einer mit einer Prio-Attacke draufgehauen haben und anschließend noch irgendwas mit einem Flügelschlag. Das habe ich gesehen, aber... Was haben wir denn noch? Nicht mehr allzu viel, aber das muss einfach reichen. Ich darf mit meinen Items leider nicht mehr so verschwenderisch umgehen. Ich habe nicht mehr allzu viele. Also gut, das eine war schon mal ein Staraptor. Und ich habe immer noch Sprungkick fixiert. Sollte ich vielleicht mal ändern. Da haben wir nochmal eine Siedelbeere. Ein Angstorb, Apfel, okay. Rockprox. Wenn man die Treppen immer so schnell finden würde. Und schon wieder Gift. Wie viele Fallen dürfen nebeneinander stehen? Militaris, könntest du aufhören, ständig in die Falle reinzurennen? Eisendorns, okay. Ach, Moment, die Sinel werden immer noch mit. So viel Zeit muss sein. Köderorb, Lehmorb. Noch ein Lehmorb. Okay, Siedelbeeren findet man hier echt eine Menge. Und da wären wir wieder am Anfang. Wartet, ist das nicht? Ganz genau, hier haben wir angefangen. Wir wurden reingelegt. Es war nicht der richtige Eingang.
Der rechte Eingang muss der richtige sein. Aber ist das nicht toll? Jetzt wissen wir den Weg. Jetzt wissen wir es. Lass uns diesmal den rechten Pfad ausprobieren. Ja, machen wir doch dann direkt. So. Geld, Stopperorb. Schaden. Oha. Das kommt ja schon bald an das Schadensmaximum ran, das eine Attacke anrichten kann. In Super Mystery Dungeon habe ich das schon mal geschafft. Es ist ganz nebenbei 999. Da habe ich das, ich glaube... Ja, mit Stärke plus X und Stärke plus Y Sipal und mit meiner Kalkklinge, die auf Maximum Schaden geboostet ist. Ganz nebenbei auch Maximum AP und Maximum Genauigkeit. Da habe ich schon mal einen 999er Hit rausgehauen. Zweimal. Oh, ich habe die Treppe gesehen. Yay, Statik. Ich liebe es. Eiszahn. Oha. Ich würde jetzt gerne mal eine Sinelbeere essen, weil ich habe gerade ein bisschen wenig KP. Oh, ich sehe ein Licht da drüben. Das muss der Ausgang sein. Und da sind wir wieder am Anfang. Yay. Was? Was ist das? Das ist... Genau, der Ort, von dem was wir gestartet sind. Was? Warum nur? Wir nahmen den linken Eingang und sind hier gelandet. Als wir den rechten Eingang betraten, waren wir also sicher, dass wir weiterkommen würden. Was geht hier nur vor sich? Wie sollen wir jetzt vorankommen? Ich frage mich, ob dahinter irgendein Rätsel steckt. Wir müssen vielleicht ein Rätsel lösen, um voranzukommen. Hey, Gardevoir. Irgendwelche Ideen? Nein. Entschuldigt, aber ich habe nicht die geringste Ahnung. Hier gibt es zwei Eingänge und ansonsten gibt es nichts. Wenn Gardevoir keine Idee hat, da haben wir wohl keine große Chance, die Lösung zu finden. Augenblick. Ich möchte nicht auf eine Stufe mit dir gestellt werden, Meditales. Hä? Was meinst du damit? Dann verrate uns doch, dass du... Dann verrate uns doch, hast du vielleicht etwas herausgefunden, Schlappohr? Nun, nein. Um ehrlich zu sein, ich habe auch keinen Schimmer. Na gut, so viel dazu. Das war in etwa das, was ich erwartet habe. Darum bin ich nicht böse. Wir kennen uns schon eine Weile. Ach, Meditales, danke. Ist schon gut, aber... ehrlich, was sollen wir jetzt tun? Hey, warte auf mich! Was? Hab ich dich. Mein perfekter Apfel. Du bist das? Knuddeluff? Oh, Team Charm. Juhu, liebe Freunde. Wie? Wie kommt Knuddeluff hierher? Oh, lass mich raten. Du hast dich auf die Suche nach dem Schatz gemacht? Was? Schatz? Darüber weiß ich nichts. Über einen Schatz meine ich. Mein perfekter Apfel hüpfte und kullerte mir davon. Ich habe ihn verfolgt, weil er so davon kullerte und irgendwie bin ich hier gelandet. Oh, verstehe.
Alles klar, alles klar. Und was macht ihr hier so? Wir kommen anscheinend gerade nicht mehr voran. Siehst du die beiden Eingänge dort? Welchen wir auch nehmen, wir kommen auf jeden Fall wieder hier an. Wir vermuten, dass wir ein Rätsel entwirren müssen. Wir sind nämlich ganz schön verwirrt. Hast du eine Ahnung... Hast du eine Idee, was wir mal ausprobieren könnten, Knuddeluff? Ja, perfekte Äpfel, perfekte Äpfel. Oh, hast du etwa nicht zugehört? Wenn du eine Idee hast, teile sie uns doch bitte mit. Wenn du deine Weisheit mit uns teilen würdest, wären wir vielleicht in der Lage, dieses Rätsel zu lösen. Na, vielleicht sollten wir auch einfach nur jemand anders um Hilfe bitten. Du sagst es. Es war ein Fehler, ihn zu fragen. Er hört einfach nicht zu. Quatsch. Ich habe ganz genau zugehört. Wie bitte? Ihr habt mir doch geholfen. Da wäre es doch schrecklich unhöflich, von mir nicht aufzupassen. Wenn man darüber nachdenkt, es ist doch eigentlich ein herausforderndes Rätsel, nicht wahr? Es gibt hier nur zwei Eingänge. Egal, welchen man noch nimmt. Swusch, nochmal machen, nochmal machen. Ich gebe auch auf. Ich weiß es nicht. Allerdings. Allerdings? Nun, ich frage mich, ob die sichtbaren Durchgänge die einzigen sind. Die sichtbaren Durchgänge? Sie sollen nicht die einzigen sein? Oha, mein perfekter Apfel. Perfekter Apfel. Perfekter Apfel, perfekter Apfel. Wo ist er hin? Knuddeluff ist einfach durch die Wand gelaufen. Was zum Kuckuck? Knuddeluff ist verschwunden. Aber wenn das so ist... Natürlich. Wenn das so ist, ist diese Wand... Diese Wand ist anscheinend ein getarnter Durchgang. Was? Könnte das sein? Wenn das stimmt... Gardevoir, Schlappohr, lass es uns herausfinden. Durch die Wand gehen, ja. Alles klar, auf geht's. Wo sind wir? In einer Kalksteinhöhle, hinter dieser Mauer, weil diese gewaltige Kalksteinhöhle versteckt. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Wand das Geheimnis zum Weiterkommen bergen würde. Knuddeluff ist nicht hier. Er ist vielleicht schon weiter voraus. Wir sollten uns auch aufmachen. So, hier ist ein Laschoking. Annullier-Orb. Ja, gut. Stopper-Orb kann man immer mal brauchen. Ja, zum Glück haut der daneben. Wenn ich mich immer noch daran erinnern muss, dass Schlappohr hier noch kein Kampf-Pokémon ist. Na gut, ist es auch heute noch nicht, es sei denn, man spielt es als Mega. Aber ich sehe Schlappohr einfach nur noch als Mega. Daher habe ich Schlappohr in meinem Kopf immer als Normal-Kampf-Pokémon drin. Oh nee, nicht Schmeichler. Macht ihr beiden das mal. So, warten, bis die Verwirrung aus ist und dann gehen wir hier weiter. Ein Merrill. Du hast einen Angstorb. Und da ist ein Keklinladen. Wie viel Geld haben wir? 2000, okay. Den nehmen wir mal mit. Ja. Und den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So. Ja, das würde ich gerne kaufen, weil Belebersamen kann man nicht genug haben.
Ich wünschte, ich könnte mir welche von Super Mystery Dungeon hier auf das Spiel rüberholen. Ja, auf Super Mystery Dungeon habe ich von dem Zeug mehr als genug. Da brauche ich auch nicht mehr so viel, da renne ich aber auch mittlerweile schon als Ein-Mann-Armee durch die Dungeons durch.